Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Und ich wünsche euch auf jeden Fall frohes neues Jahr. Wir haben heute den Morgen danach. Heute ist der 1.1.2024. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Ihr seid alle gesund und munter. Ja, wir sind heute um 9 aufgestanden, beziehungsweise wach geworden. Nachdem wir dann gestern um 2:30 ungefähr im Bett waren, irgendwie so. Also wir haben ja draußen, wie gesagt, vorher schon alles gefegt, also gestern Abend, gestern Nacht. Und ich habe nachher hier nochmal ein bisschen aufgeräumt. Und ja, heute Morgen um 9 machen wir die Augen auf und ich so, oh mein Gott, wie spät haben wir das? Es ist immer so, wenn man das nicht kennt und zu spät ins Bett geht, am nächsten Morgen, ich weiß nicht, also ich komme echt schwer hoch. Aber ich war heute schon ganz, ganz fleißig. Ich habe heute schon ein bisschen Haushalt gemacht. Ich habe als erstes unser Bettzeug ausgetauscht, also Bett. Komplett neu bezogen, Staub gewischt, noch nicht gesaugt, weil er schon noch schläft. Und Weihnachtsdeko ist aus dem Schlafzimmer schon mal raus. Dann habe ich das Badezimmer nochmal neu gemacht, einfach nochmal gewischt und geputzt. Und ja, jetzt habe ich mich frisch gemacht und jetzt würde ich sagen, starten wir in den Tag. So, das Schlafzimmer ist soweit fertig. Ich habe alle Kissen wieder nochmal neu bezogen, also meine Bezüge wieder rausgeholt. Oben, wie gesagt, auch alles abgewischt, alles wieder dahingestellt. Ich musste überlegen, was ich alles oben drauf stehen hatte, ne? Die Bilder wusste ich noch, aber ich habe mir überlegt, so, hä, was war denn da sonst drauf? Warum muss ich meine Deko zusammentrommeln? Ansonsten ist das Bett, wie gesagt, soweit fertig. Und es schien sogar vorhin die Sonne, muss ich ehrlich gestehen. Ne? Jetzt ist sie weg. Jetzt ist alles wieder so grau in grau. Ist natürlich nicht so berauschend irgendwie. Aber nun gut, da kann man jetzt im Moment auch nichts dran ändern. Aber wie gesagt, das Schlafzimmer ist schon mal fertig. Und auch das Badezimmer ist soweit durch. Ich habe wirklich alles geputzt. Wir haben ja noch mit anderen geduscht. Und dann habe ich die Badewanne hier nochmal geschrubbt und so weiter. Na, also das Übliche halt. Und ja, hier ist auch schon mal alles soweit durch. Muss ich nicht nur mal machen irgendwie, weil ich habe es lieber so vormittags jetzt gleich alles erledigt und dann habe ich den Tag halt so mit Putzen so nichts zu tun. Denn heute habe ich vor, die Weihnachtsdeko wegzuräumen. Das habe ich schon mit Christi gestern gesagt. Christi meinte, wisst ihr was, sagst du dann? Ich glaube, ich räume die auch weg. Ich finde, das ist jetzt so Neujahr, Weihnachten ist vorbei, Silvester ist vorbei und irgendwie könnte das auch alles wieder so ein bisschen auf Frühling. Und bei der Weihnachtsdeko ist es dann tatsächlich so, finde ich jetzt zumindest, dass man dann doch ein bisschen mehr stehen hat als sonst. Ne? Also an Deko habe ich sonst ein bisschen weniger, als wenn ich jetzt so, klar, Tannenbaum musste dann dahin und mussten dafür die Palmen weichen und so weiter. Und ich würde ganz gerne gleich ein paar Kisten holen und schon ein bisschen was wegräumen. Hier habe ich schon mal die Decken rausgeholt für die Couch, würde ich gerne neu beziehen. Kissenbezüge, ich habe mir überlegt, rosa so ein bisschen dazu zu nehmen jetzt. Ich habe nämlich auch ein paar frische Tulpchen gekauft und zwar kurz vor Jahresende. Bei Blume 2000 könnt ihr das sehen, da stehen die. Und also diese Blume habe ich jetzt heute sauber gemacht. Die muss in einen Topf und zwar in den da, wo die Tanne gerade steht. Ne? Die habe ich einfach unter die Dusche gestellt und abgespült. Genau. Das ist eigentlich der Topf dafür. Deswegen, ja, ihr Lieben, also. Aber bevor ich an das Ganze rangehe, würde ich ganz gerne das Video für euch, das Silvestervideo, den Silvestervlog für euch schneiden. Damit es recht zügig heute online gehen kann, ich schätze mal, ihr habt alle relativ gut Zeit, hoffe ich, dass ihr dann auch schon ein bisschen früher den Vlog gucken könnt. Also nicht um 17 Uhr wie gewohnt oder 18, sondern auch schon vorher. Ansonsten. Gestern übrigens gab es eine Rückmeldung von den Nachbarn, die standen hier und haben alle gestaunt, ne? Und teilweise gejubelt und geklatscht, weil das Feuerwerk von Pyroland einfach so wunderschön war. Ich meine, wir hatten vorher zum Beispiel Aldi und Lidl abgeschossen, aber wir hatten so kleinere Batterien, ne? Also die üblichen, die man so jedes Jahr hat. Und danach kamen halt die Batterien von Pyroland und Leute, die Straße hat hier gebebt, ne? Also die Leute haben sich so gefreut, weil einige haben gar nichts gekauft, zum Beispiel ein Feuerwerk, die standen nur draußen her und haben geguckt. Und ein Nachbar von ein paar Häuser weiter kam rüber und sagte: Wisst ihr was, nächstes Jahr kaufe ich nichts mehr, weil es einfach wunderschön war. Also, und nebenan der Nachbar kam rüber mit seiner Frau und dann sagten die: Wisst ihr was, ihr habt gewonnen heute Abend. Also, weil das Feuerwerk einfach unschlagbar ist. Ne? Das ist richtig krass. Es war wunderschön. Es hat allen gefallen. Teilweise standen sie alle und haben geguckt. Ein paar haben auch geknallt, aber ich glaube natürlich, das, was wir hatten,
war nicht mehr so richtig zu überbieten. Die haben sich alle sehr, sehr gefreut. Die haben hier wirklich geklatscht und es war so lustig, ne? Aber es ist natürlich Arbeit auch für uns. Das heißt, morgen mit Max werden wir dann zur Deponie fahren, heute das Auto beladen. Einige Batterien habt ihr gesehen, wahrscheinlich bei TipTap, die waren in solchen Käfigen, also Stallkäfigen. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir zweimal fahren oder wir fahren mit zwei Autos. Das weiß ich noch nicht, weil Pappe ist ja da, Feuerwerkskörper sind da. Wir haben es erstmal alles in das Carport gestellt, falls es heute regnet, dass wir dann halt das nicht nass alles ins Auto packen müssen. Aber wie gesagt, die Leute waren begeistert, ne? Die standen und haben nur noch gestaunt. Wie gesagt, es haben schon einige noch geknallt, aber halt, wie gesagt, wir hatten ein bisschen mehr und das war wunderschön. So, ihr Lieben, ich würde sagen, ich gehe jetzt einmal an den Videoschnitt. Und wir sehen jetzt für euch natürlich, also ich weiß nicht, wie lange ich jetzt dafür brauchen werde, weil das Video war, glaube ich, relativ lang. Ich habe ja über den ganzen Tag verteilt gefilmt. Ich hoffe, dass es für euch so ein bisschen erträglich ist, gleich von der Länge. Ich würde sagen, wir sehen es dann gleich wieder. Leute, da 1 Stunde und 6 Minuten. Ich hatte gerade so alles aufgerufen und da stand 1 Stunde 52. Ich habe gesagt, wie? Kann gar nicht sein, 1 Stunde 52 ist irgendwie viel zu viel. Mein Schnucki sagt auch schon, dass TipTap auch viel zu lang geworden ist. Also 1 Stunde und 6 Minuten muss ich gleich einmal ganz schnell bearbeiten. Ich denke, ich habe auch gestern so ein bisschen Feuerwerk aufgenommen. Das könnt ihr aber bei TipTap sehen. Ich mache noch ein bisschen rein bei mir ins Video und den Rest könnt ihr dann bei TipTap sehen. Diese richtig krasse Effekte von den Batterien ist richtig cool gewesen. Ich konnte das Video auf 35 Minuten kürzen. Und muss jetzt unbedingt eine Banane essen und irgendwie würde ich, glaube ich, mir gerne eine Paracetamol reinschmeißen. Ich habe Kopfschmerzen. Ich vermute Kopfschmerzen. Oh, wenn ich so runtergehe jetzt, ne? Zu wenig Schlaf. Das ist bei mir meistens so, wenn ich zu wenig schlafe, kriege ich am nächsten Tag so einen Schädel. Das heißt, ich esse dann mal schnell eine Banane und schmeiße mir eine Paracetamol rein. Schaut mal, ihr Lieben, draußen regnet es. Es ist so ungemütlich. Es ist alles nass. Oh mein Gott, meine Waschmaschine ist gleich fertig. Ich muss hier nochmal die Wäsche aufhängen. Und genau, also ich gucke gleich mal. Ich habe jetzt hab ein bisschen mehr getrunken jetzt. Mal gucken, ob die Kopfschmerzen so weggehen. Aber es ist echt unangenehm, wenn ich gleich was machen möchte. Runtergehen mit dem Kopf und dann dröhnt der Kopf, ne? Nicht so geil. Aber ich würde schon ganz gerne das alles weghaben. So ist es nicht. Puh, Ash wird wahrscheinlich noch ganz, ganz lange schlafen. Die Kinder oben, da habe ich auch noch gar nichts gehört. Leo war ja gestern auch hier den ganzen Abend, hat teilweise geschlafen in seiner Box. Also alles ganz gechillt. Na gut, also ich kümmere mich ja mal ganz kurz erstmal um die Wäsche. Es ist jetzt 12:30. Ich habe schon mal die Kisten aus der Garage geholt. Habe schon mal die erste Kiste vollgepackt. Ich habe jetzt ein bisschen was aus dem Flur rausgenommen, also von diesem Kamin. Und dann Küche muss noch, Wohnzimmer muss noch und der Flur muss noch abgeräumt werden. Ich würde sagen, ich lege es mal los und ihr lehnt euch mal entspannt zurück mit einem Käffchen oder mit einem Tee und schaut mir einfach mal bei der Arbeit zu. You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know, you
Und tada, das Wohnzimmer ist jetzt erstmal fertig. Jetzt gucken wir mal, wie das hier aussieht. Und ich wollte einmal ganz kurz eine Kleinigkeit essen. Einfach nur Brot mit Käse überbacken, mehr nicht. Und diese Ecke habe ich jetzt noch nicht fertig. Das heißt also gut, Fernsehecke schon. Aber der Tannenbaum kommt jetzt weg. Ich finde, es macht so viel her, gerade so mit frischen Blumen, gerade so mit Rosa. Finde ich total hübsch. Auch zu den rosa Kissen passt das Ganze, ne? Also, ich finde das total schön. Also, der Frühling kann kommen. Also, ich mag das sehr gerne. Also, da müsst ihr noch ein bisschen was dranhängen, glaube ich, ne? Da hing doch vorher was. Oder lasse ich es lieber. Ein Boho-Teil hing da. Und da auch. Muss ich mal auf die Suche gehen, wo das denn alles ist. Ich habe es gefunden. Makramee hing da. Hatte ich hier gerade in der Waschküche hinten. Und genau, und einmal das. So, jetzt bin ich hier erstmal fertig. Guck mal, wie das hier aussieht. Bin noch nicht so weit gekommen, dass ich alles abräume. Also, Adventskranz muss noch auseinandergetüdelt werden. Und Batterien alle rausnehmen und so weiter. Ja, also eine Kiste ist schon mal voll. Jetzt kommen Weihnachtssachen. Ich glaube, von der Fensterbank, von der Küche muss ich noch wegräumen. Wobei ich zum Beispiel die Häuschen schon da einfach gelassen habe, ne? Die Häuschen kann ich ja behalten. Die kann, also die sind so zeitlos, die kann man auch so unter dem Jahr einfach hinstellen. Und die anderen werde ich dann einfach in den Vitrinenschrank stellen. Guck mal, da ist ja auch irgendwie halb leer schon. Nichts mehr drin. Will ich einmal nur noch einmal auswischen gleich und ein bisschen anders verteilen. Das ist so der Plan. Diving deep into the waves, babe. I know that you want it to. It's a risk worth taking, even if it's over soon. Want you skin tight, close like denim. Come on, love me right. When it's ending, I'll be finding. I got your body close to mine. Wie ihr gerade sehen könnt, ist das Wohnzimmer soweit fertig. Ich habe jetzt einen Sessel ans Fenster gestellt erstmal. Kann erstmal so bleiben. Man kann da hin und her schieben immer, ne? Also so, und hier, genau, Tannenbaum habe ich noch nicht aufgebaut, noch hingekriegt, noch nicht geschafft. Mache ich aber gleich. Und jetzt muss ich mich an die Küche ranmachen. Diese Tanne abmachen von dem Ding da, Lichterkette, diese Lichterkette würde ich auch gerne abmachen. Und auch nochmal das Fenster putzen. Ich hoffe, es ist für euch nicht zu dunkel. Ich habe schon mal die Girlande abgemacht. Einmal wieder so aufgerollt, wie sie war. Und jetzt würde ich ganz gerne einmal die Tanne, wie gesagt, abschnippeln. Nein, abschnippeln da oben. Die ist sehr, sehr trocken. Immer wenn man die mal bewegt hat oder so, das runtergrieselt alles. Genau, und dann gucke ich mal, wie ich die Fensterbank so in der Küche gestalte. Also wird aber nicht viel werden. Ich habe gar nicht so viel, was ich darauf stellen kann. Muss ich gleich nochmal schauen. Und auf jeden Fall, es geht weiter und mittlerweile haben wir das schon gleich halb vier. Mit der Erstbefreiung bin ich jetzt fertig und guck mal, was ich vorhin schon gemacht habe. Aus Versehen habe ich, als ich diese ganzen Sternchen und so abgeschnitten habe, habe ich scheinbar auch diese hier abgeschnitten, die Girlande. Aber nun gut. Ja, und so sieht das Ganze hier aus. Das ist richtig krass, ne? Wie trocken das ist. Obwohl ich diese Tanne, das glaube ich zur Presse oder so, wunderschön finde, nach wie vor. Hier habe ich auch noch was stehen, aber die lasse ich erstmal so ein bisschen stehen. Die geht, weil die halt, wie gesagt, im Trockenen ist, im Nassen ist. Bei der geht's. Aber die da an dem Ast,
Ja, war nicht so geil. Na gut, also, ich räume hier mal auf. Carry emotions, the weight of the ocean. You keep climbing mountains, too blind to see. It's not getting you closer to where you wanna be. Your life, the weight on your shoulders, time to put it down. You fall and you break, you got battles to take on, but you figure it out, yeah. You fall and you break, you got changes to make now. See the light at the end of the tunnel, it's right there, now just look up and follow. Take one step at a time, babe, I'm with you all the way. So baby, get up, 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 up. No, don't you stay down, 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 down. Shining, the darkest skies get. So used to be hiding behind your fears. But from my perspective. Ich hatte bei mir solche kleine Vasen gefunden. Die hatte ich bei mir hier auf dem Kühlschrank stehen. Eigentlich hatte ich gedacht, so, dass ich die irgendwann mal so die nächsten Tage oder so mit meinem Blümchen einfach bestücken kann und einfach mal auf den Tisch stellen kann, aber jetzt habe ich ja für den Tisch meine Deko ja da. Also im Grunde habe ich heute so gesammelt, was ich so habe. Und ich habe mir gedacht, ich hänge die einfach mal so an den Ast ran und habe aber auch ein bisschen Eukalyptus nochmal dazu genommen. Das heißt, das hänge ich jetzt einfach mal so dazwischen, einmal da und das reicht dann völlig. Also ich finde es ganz cool, so echt Frühlingsdeko. Und schon bin ich hier fertig, ihr Lieben. Mein Stücki hat doch den Sessel wieder noch dargestellt. Und weil man nämlich so auch besser lüften kann. Da kann man beide Türen aufmachen. So, ich habe sogar die Fenster geputzt tatsächlich, aber nicht dieses. Dieses werde ich dann irgendwie morgen vielleicht in Angriff nehmen oder sie muss rufen, wie das Wetter so ist. Ansonsten bin ich soweit durch. Also, ich hatte mich dazu entschlossen, einmal diese Sterne einfach noch zu behalten, weil ich finde, das passt ganz gut zu der Jahreszeit noch. Und was habe ich denn noch? Also, Vitrine ist auch soweit sauber, das Fenster ist auch sauber. Ja, im Grunde alles fertig. Also da war dann gleich der Akku leer. Die Palme übrigens habe ich jetzt von da weggenommen und nach da gestellt. Ich habe gedacht, da passt sie auch ganz gut hin. Ist auch ein bisschen mehr Platz zum Fenster. Genau, ansonsten, wie so bin ich fertig, ihr Lieben. Also Feierabend. Die Tanne baue ich nochmal gleich ab. Die Lichter müssen da raus und ich würde ganz gerne jetzt noch einmal meine Olivenbäumchen einfach hier unter das Dach stellen, weil so kalt ist es irgendwie gar nicht. Die können das ab und wenn ich merke, so okay, ist dann, oder ist irgendwas ganz, ganz Frostiges angekündigt, dann kann ich es immer noch reinholen für eine Nacht oder so. Ansonsten, wie gesagt, würde ich ganz gerne jetzt alles beenden, jetzt hier die Tanne mal bauen. Ich habe tatsächlich zwei Kisten mit Weihnachtsdeko und eine, fast eine ganze Tasche mit Dekokugeln, mit den Weihnachtstannenbaumkugeln. Steht auch alles schon draußen. Tanne habe ich abgebaut. Muss ich nur noch mal alles in die Garage stellen. Ja, ihr Lieben, also, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Vlog. Und bis dann, passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.